Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Anleitung von mir für euch. Für dieses Top benötigen wir zuallererst unsere Bubimaße. Da messen wir dann von unter der Brust bis hoch zur Igelnase, also bis zur Brustwarze. Und das Ergebnis, da schlagen wir eine Kette drauf an. Also nehmen wir mal an, ihr habt jetzt hier 8 cm, dann schlagen wir jetzt eine Luftmaschenkette an, bis wir auf 8 cm kommen. Danach wird nur noch hin und her gehäkelt in U-Form und zum Schluss werde ich mit euch noch einen Brustgurt häkeln, um den ganzen Halt zu verleihen. Aber dazu später, jetzt erstmal zum Cup. Gehäkelt wird hier mit einem vierfädigen Farbverlaufsbobbel, einer Dreiernadel und ihr benötigt noch 3 Maschenmarkierer, 2 gleichfarbige, ein andersfarbigen. Ich beginne hier wie immer mit einer direkten Kette, ihr könnt aber auch mit einer Luftmaschenkette beginnen. Müsst somit eine Reihe mehr häkeln. Wir häkeln mit festen Maschen. Deswegen schlage ich jetzt hier 2 Luftmaschen an, gehe in die erste Masche zurück, hole den Faden durch, ziehe beide Laschen auf gleicher Höhe durch eine und durch 2. Dann gehe ich hier in diese gebildete Masche hinein, hole den Faden wieder hindurch. Hier beide Laschen auf gleicher Höhe, das ist ganz wichtig, durch eine für den Boden und nochmal durch 2 Laschen für die feste Masche. Wem das Ganze zu schnell ist, von PC aus, unten rechts am Bildschirmrand ist Zahnrad, da könnt ihr das Ganze langsamer stechen. Also einstechen, Faden holen, durchziehen, beide Laschen auf gleicher Höhe. Durch eine Lasche für den Boden der Masche und durch 2 für die feste Masche. Ich werde jetzt hier 12 feste Maschen auf diese Nadelstärke und diesen Bobbel häkeln. Allerdings lege ich euch auch hier ganz, ganz doll nahe. Messt eure Brust selber aus und schlagt so viele Maschen an, wie ihr für eure errechnete Größe braucht. Sonst sitzt das Cup nachher nicht. So, jetzt kommt eine Luftmasche. Dann stechen wir hier an der Seite ein und häkeln eine feste Masche. Dann setze ich hier schon einen der beiden gleichfarbigen Marker. Die sind für Anfang und Ende. Und dann häkeln wir jetzt erst einmal bis rauf ganz normal feste Maschen, also 12 feste Maschen. Dann häkeln wir in die Spitze, also quasi direkt unter dem Knötchen, stechen wir ein. Häkeln wir jetzt 3 feste Maschen in diese Spitze. 1, 2 und 3. Und hier setze ich in die mittlere Masche der 3 den andersfarbigen Marker. Nun wieder 12 Maschen herunter. So, dann haben wir jetzt schon mal unsere erste Reihe. Nach 12 Maschen solltet ihr unten eigentlich recht gerade auskommen, daher auch die beiden gleichfarbigen Maschenmarkierer. Für die nächste Reihe dann wieder eine Luftmasche, wenden. Und weiter geht's mit festen Maschen. Und auch hier wieder wichtig, in die erste Masche den Marker setzen, gerade bei Anfänger. Damit es hier schön gerade bleibt. Jetzt geht es wieder rauf bis zum Marker mit festen Maschen. Und in die Masche von unserem Marker kommen jetzt wieder 3 feste Maschen. Der
den Marker wieder in die mittlere dieser drei Maschen setzen. Und die restlichen festen Maschen bis nach unten. Ganz easy, kein Hexenwerk. Das Ganze häkelt ihr jetzt Runde für Runde, Reihe für Reihe so weit, bis das Cup perfekt über eure Brust passt. Es wird automatisch in die Breite und in die Höhe gehen. Und mehr ist es eigentlich erstmal nicht. Davon brauchen wir zwei Stück. Und ich zeige euch jetzt gleich noch eine Endreihe. Also hier jetzt erstmal das rohe Cup. So sieht es dann aus, schmiegt sich dann komplett um die Brust herum und dann können wir jetzt noch einen Abschlussrand häkeln und somit das erste Cup dann beenden und noch ein zweites häkeln. Eigentlich ganz easy. Für den Abschlussrand eine feste Masche bzw. eine Luftmasche. Man sticht in die erste Masche ein, holt beide Laschen hoch, verdreht diese nach hinten und mascht das Ganze ab. Einstechen, Faden holen, hochziehen, verdrehen und abmaschen. Abmaschen. Ihr bekommt irgendwann ein Gefühl dafür, wie hoch ihr die beiden Laschen ziehen müsst. Also auch da nicht so schnell aufgeben. Auch bei mir hakt es öfters mal. Aber ich finde, das ist ein super schöner Abschlussrand und eigentlich total simpel. Ja. Also auch das ganz einfach. Und dann würde ich sagen, häkeln wir nun jetzt noch ein zweites Cup dazu. Und dann haben wir den Anfang schon mal geschafft. Insgesamt hatte ich 14 Reihen feste Maschen gehäkelt, um auf die Breite zu kommen. Und eine Endreihe, also insgesamt 15 Reihen. Und so sieht es dann fertig aus. Noch die Fäden vernähen und ab an das zweite. Und so sieht das zweite nun aus. Und nun können wir uns an den Brustgurt begeben und der ist auch ganz simpel gehalten mit festen Maschen hin und rückrein, nur versetzt. So, kommen wir nun zum Brustgurt. Für den Brustgurt werde ich ganz normal mit festen Maschen arbeiten. Dazu schlage ich jetzt wieder eine direkte Kette mit 10 festen Maschen an, wie schon am Anfang gezeigt. Ihr könnt aber auch ganz normal 10 Luftmaschen machen, Rückreihe feste Maschen und dann so häkeln, wie ich es euch gleich zeige. Den Brustgurt werde ich so arbeiten, dass er etwas elastisch ist. Am Ende allerdings kann ich nur empfehlen, dass ihr euch noch ein durchsichtiges, dünnes Gummiband besorgt, was ihr dort durchfädelt, weil es ist halt typisch für Wolle. Sie latscht nun mal aus und da ist es besser, wenn ihr das Ganze noch mit dem Gummiband unterstützt. Ihr könnt es auch so lassen, je nachdem, wie ihr das gerne tragt. Kommen wir zur ersten Reihe. Eine Wendeluftmasche drehen und nun im hinteren Maschenglied, also in der hinteren Lasche der Masche, einstechen und eine feste Masche abhängen. Setzt euch hier am besten auch Anfang und Ende immer einen Marker, denn durch diese Musterung, dass wir in der hinteren Lasche arbeiten, verdreht sich so ein bisschen die Masche. Also gerade für Anfänger, die sollten mit Maschenmarkierer arbeiten. Oder aber ihr zählt immer mit. Und nun die ganze Reihe, einmal bis zum Ende.
Und am Ende braucht ihr nicht in die ganze Masche einstechen, sondern auch nur in der hinteren Lasche. Dann wieder eine Wendeluftmasche und auch in der nächsten Reihe wieder in die hintere Lasche, also in den hinteren Maschenglied, eine Masche einstechen. Ganz leicht zu merken und so bekommen wir eine Rippoptik, die zudem auch noch sehr elastisch ist. Also kein Hexenwerk. Und so häkeln wir jetzt Reihe für Reihe für Reihe, bis ihr diesen Gurt einmal komplett um euren Brust oder unter eurer Brust herum bekommt. Es sollte nicht zu locker sein, aber auch nicht zu fest. Ihr solltet das, wenn ihr es geschlossen habt, problemlos an- und ausziehen können. Und so sieht es dann aus. So, ich werde jetzt so weiter häkeln und dann sehen wir uns zum Ergebnis. Nach 128 Reihen bin ich soweit fertig. Das sollte aber jeder für sich individuell anpassen. Und hier vernähe ich jetzt einfach. Ihr könnt es auch zu häkeln, aber ich mag diese wulstige Naht nicht. Ihr habt ja dann immer von innen trotzdem so eine Kettmaschenreihe. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Also ich vernähe jetzt hier mit dem Kautstich, dann habe ich eine schöne flache Naht, die nicht stört und keine Abdrücke hinterlässt. Dazu steche ich einen halben Zentimeter erstmal am hinteren Häkelstück an, lege den Faden nach vorne, steche in der Höhe des Fadens ein am vorderen Häkelstück einen halben Zentimeter. Dann wieder überlegen. Hintere Häkelstück, Faden überlegen und vordere Häkelstück. Und indem ihr mal so im Wechsel hin und her, habt ihr nachher eine schöne, zu flache Naht. Zwischendurch mal ein bisschen ziehen, dass sich das nicht zu weit zusammenzieht. Flache Naht, wo nichts stört, nichts drückt und keine Abdrücke hinterlassen werden. So, jetzt falte ich diesen Brustgurt einmal in der Mitte. So ersparen wir uns die ganze Abzählerei, viel zu mühselig, so kann man sich viel Arbeit sparen. Dann nehme ich mir ein paar Nadeln dazu, Stecknadeln. Und mein erstes Cup und das lege ich an der geschlossenen Seite an und fixiere dieses hier am Rand. Ich zeige euch das auch nur ungefähr so ein bisschen provisorisch, wie ihr das am Ende macht, bleibt euch überlassen. Ich zeige euch halt jetzt nur, wie ihr das Ganze machen könnt, ohne mühseliges Abzählen und trotzdem habt ihr nachher schön in der Mitte. So, dann lege ich das Ganze vorsichtig um. Nehme mir mein zweites Cup hinzu und fixiere auch dieses hier an der vorderen Reihe. Und wenn wir das jetzt dann aufklappen, haben wir beide Cups schön aneinander in der Mitte. Und dann können wir zum Vernähen kommen. Hier nehme ich den Faden doppelt, das ist schon mal ganz wichtig. Und hier können wir nicht den Kautstich verwenden, weil der ist nicht elastisch genug. Dann würden wir das, wofür der Brustgurt eigentlich da sein soll, vollkommen hinüber machen. Also hier stechen wir einfach immer von vorne nach hinten durch, vorne nach hinten durch, recht dicht aneinander. Und den Faden habe ich im Übrigen doppelt, also eingefädelt und einen Knoten rein, sodass es recht zügig geht und vor allen Dingen fest ist.
die Reihe einfach ganz locker vernähen. Nicht groß dran rumziehen und rumzuppeln, dass sich das Ganze ja so ein bisschen rafft, das ist ja gewollt. Also nicht, dass er es jetzt straff zieht und dann vernäht, das ist nicht Sinn der Sache. So, hier mache ich das zweite Cup direkt dran. Hier dann wieder schön dicht aneinander. So. Vernähen. Und so sieht es dann von der Außenseite aus. Würde sagen, kann sich sehen lassen. Hier habt ihr es nochmal an der Puppe, also das liegt schön an. So soll es auch sein, nicht zu eng, nicht zu locker. Und jetzt können wir noch die Kordeln für die Cups machen. Dazu nehme ich eine ganz simple, aber dennoch sehr schicke Kordel. Wir machen 3 Luftmaschen. Einen Umschlag und gehen in die erste Masche zurück. Holen den Faden durch und häkeln einfach ein Stäbchen. So, dann haben wir hier so ein gebildetes Löckchen. Also wie das. Dann wieder 3 Luftmaschen. Dann wenden. Einen Umschlag und jetzt in das Löckchen einstechen. Und wieder ein Stäbchen häkeln. Dann haben wir hier das nächste. 3 Luftmaschen, dann wenden und wieder ein Stäbchen durch das Löckchen abhäkeln. 3 Luftmaschen, wenden, ein Stäbchen durch das Löckchen. Ja, und so geht es jetzt weiter. Bis für euch der Träger lang genug ist, also ich werde für links und für rechts jeweils einen Träger jetzt häkeln, die ich dann im Nacken verbinden kann. Immer mal wieder zwischendurch auch lang ziehen, damit sich die Stäbchen setzen. Und so sieht es dann nach 2 Kordeln aus. Ich habe insgesamt 35 Löckchen gehäkelt pro Kordel. Schön elastisch. Und die können wir dann jetzt noch annähen. Hier mache ich jetzt keinen großen Spuk. Einfach in der Mitte oben an der Spitze fixieren. Und dann können wir das hier hinterm Hals schön schließen. Und so sieht das Endergebnis aus. Als nächstes können wir uns dann an den Hauptteil machen. So, nachdem die Fäden alle vernäht sind, beginne ich nun den Hauptteil an der Seite. Sucht euch irgendwo eine Stelle an der Seite am besten. Dort fixieren wir dann den Faden. Mache 2 Luftmaschen. So. Und jetzt steche ich immer pro Reihe ein. Also hier gehe ich jetzt da rein, wo die 2 Laschen sind. Und häkel ein halbes Stäbchen. Dann habe ich hier eine einzelne Lasche. Da steche ich etwas tiefer, um 2 Laschen auf der Nadel zu haben. Auch hier wieder am besten einen Marker setzen.
haben wir hier in der nächsten Reihe wieder die zwei Laschen. Und danach wieder eine einzelne, einfach ein bisschen tiefer einstechen. Und den Rhythmus können wir jetzt komplett einhalten, bis wir einmal ringsherum unsere halben Stäbchen verteilt haben. So, am Ende das Ganze dann einfach mit einer Kettmasche schließen. Da ich 128 Reihen hatte, habe ich jetzt ungefähr 129 Maschen, die gut teilbar durch 3 sind. Also werde ich jetzt hier mal Dreierfächer machen. Dazu mache ich einen Umschlag und steche hier unten am Fuß in die gleiche Einstichstelle ein und häkel dann 2 halbe Stäbchen hinzu, so dass wir optisch 3 halbe Stäbchen haben durch die Anfangsluftmaschen. Dann lasse ich eine Masche für den linken Fächer, eine Masche für den rechten Fächer und steche in die dritte Masche ein und häkel auch dort wieder 3 halbe Stäbchen. Zwei Maschen wieder freilassen, eine für den linken Fächer, eine für den rechten Fächer und in die dritte wieder einstechen, 3 halbe Stäbchen. Dritte Masche, 3 halbe Stäbchen. Und so häkeln wir jetzt auch erstmal einmal komplett herum. Am Ende auch hier wieder in die Masche, erste Masche einstechen, mit einer Kettmasche schließen. Und dann vorab, ich rutsche gleich ein bisschen aus dem Bild, sorry dafür, deswegen erkläre ich das nochmal genau und habe auch etwas langsamer gestellt. Wir häkeln 3 Luftmaschen, wenden, um in diesem Löckchen, was sich hier gebildet hat, einzustechen. Hier häkeln wir jetzt nochmal 2 Stäbchen hinzu, dass wir optisch 3 Stäbchen haben. Dann machen wir 3 Luftmaschen. Ich setze mal kurz den Marker. Also jetzt haben wir 3 optische Stäbchen, dann 3 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen in die gleiche Stelle. Einfach in das Löckchen um die dicke Kette herum. So. Dann ins nächste. Ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Dann ins nächste Löckchen zwischen 2 Fächern. 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und dann wieder in das nächste. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Wieder ein Fächer aus 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und so sieht es dann aus. Ganz easy.
Nach 10 Reihen so gehäkelt, immer am Anfang mit einer Kettmasche in den Fächer gemogelt oder aber ins V, können wir nun erweitern, denn wir wollen ja eine A-Linie haben, indem wir jetzt die Reihen mit dem V auch zu so einem Fächer erweitern. Also das V zu so einem Fächer. Und die Fächer lassen wir als Fächer. So werden wir das Ganze ein ganzes Stückchen breiter machen und trotzdem wird es ein angenehmer Übergang sein, der nicht so auffällt. Schließen, dann wieder in die Mitte mogeln, also hier beginne ich mit einem V, also in die Mitte des Vs mogeln, dann machen wir 3 Luftmaschen und ein Stäbchen dazu, dann 3 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. Dann der nächste Fächer, bleibt ja ein Fächer, da machen wir dann auch wieder 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und danach wieder das V zu einem Fächer machen, also ganz easy. Wenn ihr für euch sagt, ihr wollt noch ein Stück erweitern, dann könnt ihr zwischen diesen 2 Fächern durch das Löckskin wieder ein V dazwischen machen. Das würde ich dann aber auch erst nach 10 Reihen machen, sodass ihr immer Stück für Stück weiter auseinander geht. So, ich werde jetzt so erst einmal mit nur Fächern noch 10 Reihen zufügen. Hier habe ich jetzt anprobiert. Für mich hatte die perfekte Länge, also ich brauche hier nichts mehr zwischenfügen. Es reicht einfach. Ich habe insgesamt ja 10 Reihen mit Fächern und Vs gehäkelt und danach nochmal die Vs zu Fächern gemacht und nur Fächer gehäkelt. Insgesamt 20 Reihen dann. Ja, und dann können wir eigentlich nur noch so einen Abschlussrand dran machen. Da mache ich einen verdrehten Rand. Das finde ich am schönsten. Und dann zum Schluss nehme ich mir hier so einen dünnen Gummizug hinzu und diesen ziehe ich dann einmal hier oben und einmal hier unten durch, nur um das Ganze etwas zu unterstützen. Und hier gehe ich dann immer so über die hervorstehenden Reihen und fädel das durch, natürlich von innen. Ne? Ich mir das mit der Sicherheitsnadel, damit der Anfang nicht hinterher kommt. Und dann steche ich, wie gesagt, immer an den hervorstehenden Reihen ein. Also wie gesagt, unten am Rand habe ich auch einfach nur einen verdrehten Rand wie bei den Cups gemacht und noch dieses Gummi eingefügt oben und unten. Jetzt zum Schluss mache ich mir hier noch so eine kleine Perle mit dran. Das habe ich irgendwann mal von irgendeinem Top-Up gemacht. Also das habe ich jetzt nicht speziell irgendwo gekauft. Kleine Perle drauf und fixiere mir das zwischen den Cups als kleiner Hingucker.
So sieht's dann aus. Schlicht, aber auch. Ja, ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer wichtig. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr dies unten in den Kommentaren schreiben. Ziert euch nicht zu fragen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.